Alles klar, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podiumsgespräch. Bevor es aber bei uns richtig losgeht, möchte ich Conny Henrik Schillicke auf die Bühne bitten. Conny Henrik ist von Bund und möchte noch ein paar Worte loswerden. Dankeschön. Ja, ich möchte im Namen der Organisationsgruppe der Bundesnetzwerktagung 2021 noch einige Grußworte sprechen. Die erste Bundesnetzwerktagung hat genau in diesem Raum begonnen, 2018. Und zwar organisiert von den Vereinen Vorspiel Seitenwechsel in Kooperation mit dem Landessportbund, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Das heißt, wir haben uns damals auf die Reise begeben, in Dialog zu gehen. Und der hat natürlich nicht erst 2018 angefangen, sondern den haben viele andere neben uns und mit uns natürlich vorher begonnen. Aber diese Diskussionsrunde, auf die ich mich schon sehr freue, wird die diesjährige Bund abschließen. Deswegen wird die jetzt auch gerade live gestreamt. Und ich möchte einfach noch mal ein bisschen was zur Bundesnetzwerktagung der queeren Sportvereine sagen und ein bisschen berichten, was über diese Woche so passiert ist, um eine Idee zu geben und auch um sozusagen so einen kleinen Kreis nochmal zu schließen, der letzten Samstag mit der Auftaktveranstaltung angefangen hat. Das Ziel der Bund ist die Anerkennung und am Ende Gleichstellung von Menschen aller Geschlechter und aller sexuellen Orientierung. Und dazu haben wir 2018 diese Dialogrunde sozusagen gestartet und wir haben auf dieser Reise schon ganz viele KooperationspartnerInnen gewonnen und einige sitzen jetzt auch hier, viele andere mehr, sei es aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen, aus verschiedenen Bundesländern, weil es geht ja tatsächlich am Ende um die Dachverbände, alle Vereine vor Ort, also um eine Riesenmenge Menschen sozusagen, die hier erreicht werden soll. Auf nationaler Ebene, und das hatte der Staatssekretär zu Beginn heute schon gesagt, Alexander Zambritzky, haben wir 2020 die Bremer Erklärung zur Kenntnis genommen, und zwar sehr erfreut zur Kenntnis genommen, dass also zum ersten Mal eine Sportministerkonferenz sich geäußert hat zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und sich klar gegen Diskriminierung positioniert hat. Und als ob es irgendwie abgesprochen gewesen wäre, hat nun just das IOC gedacht, wir warten mal auf die Bund und hat jetzt diese Woche ein neues Framework, also einen, sag ich mal, eine Rahmenrichtlinie, die natürlich nicht verbindlich ist, aber immerhin doch eine Rahmenrichtlinie veröffentlicht zur Inklusion von Trans- und Interathletinnen im Leistungssport schlussendlich. Das hat uns natürlich sehr gefreut, aber der Leichtathletikverband, der International, hat auch gleich erklärt, sie werden ihre Regel mit den 5 Nanomol und Ausschluss von Sportlerinnen bei bestimmten Sportarten deswegen jetzt nicht gleich ändern. Also kam sozusagen prompt die Ansage. Gut, das werden wir weiter verfolgen, weil es läuft ja ein Verfahren beim Menschengerichtshof diesbezüglich von Casta Semenya. Wir warten also, was da passiert und ob das da nochmal eine Rolle spielt. Also es ist einiges passiert, es ist einiges in Bewegung, wir sehen noch keine große Welle. Wir hoffen natürlich, dass es noch mehr Bewegung geben wird. Die Bund soll Antworten geben auf Fragen, die gestellt werden. Die Bund gibt auch Werkzeuge an die Hand, zum Beispiel die Charta für geschlechtliche Vielfalt im Sport, die hier vorgestellt worden ist, auch heute Abend nochmal. Die Bund versucht Themen aufzugreifen, zum Beispiel beim Auftakt zum Thema Medien. Wir hatten eine sehr hochkarätig besetzte Runde am letzten Samstag online. Auch Ronny Blaschke hatte den Auftakt gemacht und dort zum Umgang der Medien mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt berichtet. Also wir versuchen jedes Jahr neue Themen zu setzen. Und ich freue mich jetzt sehr auf diese Runde und übergebe das Mikrofon wieder. Wünsche noch viel Spaß und Grüße an. Ich sende Grüße nach Duisburg, Düsseldorf, Frankfurt-Main, Halle an der Saale, Leipzig. Liebe Leute, die alle hier mitorganisiert haben, war wieder eine ganz große Sache. Und stellvertretend sende ich hier Grüße in die Welt und freue mich auf die nächste Bund mit eben vielen Bundesländern und vielen Vereinen und Verbänden mehr. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich sage nochmal Hallo hier in die Runde und willkommen zum Podiumsgespräch mit dem Titel Offener Sport für LSBTIQA. Was passiert aktuell in den Sportvereinen? Immer mehr Sportvereine denken Lesben, Schwule, Bisexuelle, Inter, Trans und queere Personen in ihren Angeboten mit und stellen sich vielfältiger auf. Ich mag deshalb heute wissen, was genau passiert in den verschiedenen Sportvereinen und welche Hindernisse gibt es vielleicht? Und damit ihr mich erstmal kennenlernt, ich bin Biene, mein Pronomen ist sie. Ich spiele seit dem 9. Lebensjahr Handball und hatte die große Ehre, schon beim Fußball-Damenteam vom VfL Wolfsburg Reporterin zu sein und auch bei der Nationalmannschaft während der WM 2019 in Frankreich. Und freue mich richtig doll, heute euch hier begrüßen zu dürfen. Um es mir einfacher zu machen, ich hoffe, ihr seid okay damit, sonst bitte gerne Einwände, werde ich heute nicht sehr oft LSBTIQA+ sagen, sondern eventuell den Überbegriff queere Personen verwenden, wenn das für alle okay ist. Genau. Und ja, hier neben mir, alle sehen es schon, habe ich ganz wundervolle GästInnen sitzen, die ich nur ganz kurz einleiten werde. Und dann dürft ihr euch natürlich gerne auch nochmal selber in vollem Umfang vorstellen. Ich darf als erstes begrüßen Alice Durand. Du spielst Fußball und bist außerdem engagiert seit über 10 Jahren beim SSV Hansa 07. Deshalb meine Frage, welche Positionen übernimmst du in dem Verein? Und natürlich ganz wichtig, wie geht es dir heute? Ja, hallo in die Runde, hallo online, hallo an die Kolleginnen hier oben. Im Verein spiele ich, auf dem Feld spiele ich, wenn ich spiele, Linksverteidigerin und früher, als ich noch ein bisschen mehr Kondition hatte, gerne Sechserin. Und im Verein mache ich verschiedene Sachen, aber unter anderem bin ich im Vorstand, bin ich Trainerin einer Juniorinnenmannschaft oder der Juniorinnen-Team und genau, das erstmal zurzeit. Mir geht's sehr gut. Ich bin ein bisschen müde von den Workshops, die wir gerade gehabt hatten, aber die sehr, sehr gut waren und interessant. Ich freue mich auf jetzt und euch hier und da draußen. Vielen Dank. Dann habe ich neben mir sitzen Sue Möllers. Du bist Spieler im Ligateam und aber auch im Vorstand der Bruisers. Wer sind denn die Bruisers und was sind so deine Tätigkeiten in dem Verein? Und natürlich auch an dich die Frage, wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich total, hier zu sein. Hallo an alle. Also ich war Spieler im Ligateam und ich war im Vorstand. Ja, bei den Bruisers bin ich im Moment einfach nur so Mitglied. Ja, und die Bruisers, wir waren das erste schwule Rugby-Team in Deutschland. Also das ist schon nochmal bei Rugby ein bisschen spezifisch, dass es gerade in den, ich sag mal, Nationen, wo Rugby so ein bisschen relevanter ist als in Deutschland, es schon eine Tradition von schwulen Clubs gibt. So, und es gibt auch einen großen International Gay Rugby, also einen großen Verband, der auch internationale Turniere ausrichtet. Da gibt es schon so eine Kultur, wo die Bruisers sich dann halt so auch hier angeschlossen haben, auch tatsächlich mit einfach, ich glaube, von unseren Gründungsmitgliedern waren, glaube ich, 2 aus Deutschland und wir waren einfach auch immer und sind das auch immer noch ein Club, wo einfach viele Leute sind, die, ja, die aus anderen Ländern kommen, also viel auch Leute, die für eine Zeit in Berlin sind und eigentlich aus so Rugby-Nationen eher kommen. So, das hat uns, glaube ich, immer sehr geprägt. Das hat uns auch manchmal so ein bisschen schwer gemacht mit der Berliner Szene, weil, wie gesagt, unser erster Verein, da, also unsere Vereinssprache ist Englisch. Diese deutschen Ideen von Sportverbänden waren so einfach in den ersten Jahren, da mussten wir erstmal reinkommen. So, genau. Was auch dazu führt, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, einen eigenen Pitch zu haben, weil wir noch immer noch nicht alle Formulare dazu so richtig ausgefüllt haben. Also wer da noch mal weiß, dass irgendwo gerade Trainingsplatz ist, wir sind gerade mal wieder auf dem Tempelhofer Feld. So, also deswegen gibt es uns schon relativ lange, aber wir hatten mit vielen Berliner Strukturen einfach noch nicht so viel zu tun. Ja. Ja, super geht's mir. Ich freue mich total.
Ja, vielen Dank. Und last but not least, Stefan Schenk, in diese diversen Positionen im Präsidium des Behindertensportverband Berlin und du engagierst dich vor allen Dingen für die Themen Inklusion durch Sport und im Sport. Ich glaube, dass du hier bist, wird uns vielleicht ein paar Brücken bauen lassen bezüglich Inklusion und Vielfalt. Wie siehst du das und wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Mir geht's wunderbar. Ich bin auch sehr erfreut, hier sein zu dürfen. Vielen Dank dafür. Ich würde sogar sagen, ich habe vielfältige Positionen im Sport. Ein bisschen bin ich sowas wie eine Institution, ja, mit denen ihr Probleme habt. Denn der Behinderten- und Rehabilitationssportverband ist eben ein relativ großer Sportverband in Berlin, der, wie der Name es schon sagt, sich primär erstmal um das Thema des Sports für Menschen mit Behinderungen kümmert. Aber wir haben seit vielen Jahren einen Leitfaden, der darüber geschrieben ist, mit dem Thema, wir halten den Sport als Motor für die Inklusion. Und die Inklusion und die Vielfalt haben sehr viel miteinander zu tun. Und ich glaube, da kann ich den ein oder anderen Gedanken sozusagen heute mit reinbringen. Aber ich sage gleichzeitig, ich bin kein LGBTIQ-Experte. Ja. Noch nicht. Noch nicht. Ja, und wie geht's dir? Ja, doch, gerne. Gut. Ich finde das immer wichtig abzuchecken. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Sehr schön. Mir geht es auch sehr gut. Und ich finde es schon mal Wahnsinn, wie viel Engagement hier neben mir sitzt, auf so einem ganz kleinen Platz. Und genau, ihr habt es schon gemerkt, wir haben uns auf das Du geeinigt. Ich habe das so gelernt im Sport. Man duzt sich einfach sofort, damit seid ihr auch alle fein, hoffentlich. Ich werde heute so ein bisschen die Rolle übernehmen von einer vielleicht sogar jungen, queeren Person, die nicht so drin ist im Thema wie ihr, die einfach noch vielleicht mit sich selbst zu tun hat, einen Sportverein sucht, vielleicht noch nicht den richtigen Sport gefunden hat oder einer queeren Person, die eventuell schon in einem Verein ist, eventuell auch Diskriminierungserfahrungen gemacht hat und vielleicht gar nicht so richtig weiß, wen kann ich ansprechen, wo kann ich hin, an wen kann ich mich wenden. Genau, das ist heute so ein bisschen meine Rolle, vor allen Dingen auch für die Personen, die uns zugucken online, vielleicht ganz interessant. Ich hoffe, dass es hier ein reger Austausch wird. Ich möchte nicht die Interviewerinnenrolle übernehmen, also fallt euch gerne ins Wort, natürlich sehr respektvoll. Wir haben zwei Mikrofone, das kriegen wir aber hin. Genau, und natürlich möchte ich auch, dass ihr laut und fordernd die Dinge nennt, die euch beschäftigen und die Hindernisse darstellen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die uns so ein bisschen zu einer Unterhaltung führen sollen. Und die erste Frage klingt vielleicht sehr einfach, hat aber dennoch einen großen Hintergrund. Was meint ihr, warum ist Queerfeindlichkeit bis heute so verbreitet im Sport? Und wenn ihr dafür eine Antwort habt, was können wir tun, um das zu verändern? Also auf die zweite Frage habe ich eine Antwort. Auf die erste, ich würde sagen, Queerfeindlichkeit ist deshalb im Sport so verbreitet, weil es in der Gesellschaft verbreitet ist. Also es ist um uns herum überall und deshalb ist der Sport davon nicht ausgenommen. Dennoch gibt es viele Dinge, die wir tun können und tun sollten. Und Gesicht zeigen ist eine dieser Sachen. Vielleicht ist das der Moment, wo ich ganz kurz auch noch erwähne, dass ich ja nicht nur als Mitglied von diesem tollen Verein Hansa 07 hier sitze, sondern auch als Initiatorin oder Mitinitiatorin der Initiative Kick Out hier sitze. Und diese Initiative wurde im Mai dieses Jahres zusammen mit Pia Mann und Sophie Götze initiiert, um Sichtbarkeit von queeren Lebensrealitäten in und um den Fußball zu unterstützen, fördern, steigern. Und ganz konkret haben wir das so gemacht, dass wir eine Reihe von Porträts auf unserem Instagram-Account veröffentlicht haben von Menschen, die sich damit offen in die Öffentlichkeit bekennen als queere Menschen und einfach zeigen, wir sind hier, wir sind da, uns gibt es schon. Und ja, wir sind letztendlich auch nur ganz normale Menschen, die einfach nur in dem Fall sehr oft Fußball spielen wollen. Geht natürlich für alle anderen Sportarten. Genau, und ich würde sagen, eine Antwort auf was können wir tun, ist uns den Raum zu nehmen und zu zeigen, überall wo es geht. Es geht ja natürlich nicht immer,
Und diejenigen, die es tun können, sollten und es möchten, sollten es sehr gerne tun. Alle anderen können uns dabei sehr gerne unterstützen und gute Verbündete sein. Wie es geht, können wir noch vielleicht später erklären. Genau. Ich glaube, dass die Antwort auf die erste Frage eigentlich die ist, dass die Frage heißt, warum Queerfeindlichkeit noch verbreitet ist. Ich könnte sagen, warum ist denn die Behindertenfeindlichkeit noch verbreitet? Ältere Menschen könnten sagen, warum ist denn die Altersdiskriminierung noch da im Sport? Nicht und. Das heißt nämlich, Vielfalt hat viele Dimensionen. Und solange wir immer nur auf unsere eigene, uns naheliegende Dimension gucken und eben uns nicht zusammentun und eben diese Fragen gemeinsam an die Sportverwaltung zum Beispiel stellen, so lange wird es eben, ich sag mal, diese verstärkte Feindlichkeit noch geben. Wir müssen zusammendenken, wir müssen zusammenarbeiten und dann kommen wir auch deutlich schneller zu Lösungen. Also Netzwerke bilden und im Prinzip, so wie heute Abend, halt auch mal so jemanden einladen, der jetzt nicht auf den ersten Blick super ins Podium passt. Also ich glaube, auch bei der ersten Frage wäre ich total dabei, so Queerfeindlichkeit, weil die in der Gesellschaft ist. Und ich finde aber auch schon, dass es unterschiedlich ist an den verschiedenen Stellen im Sport, weil ich schon nochmal sagen würde, also ich habe, bevor ich Rugby gespielt habe, habe ich geboxt, da fand ich es nicht so krass. Also ich würde sagen, in den Kampfsportarten ist Homophobie, Transphobie einfach viel weniger verbreitet. Also es gibt eher Profis, die out sind und so. Ich finde schon, die Mannschaftsballsportarten sind schon so ein Bereich, wo Queerfeindlichkeit einfach stärker ist. Und das haben diese tollen Spiele einfach nicht verdient. So. Deswegen bin ich da voll bei dir da auch daran, was zu verändern. So. Also zu gucken, wie sind die Wege, wo man da genau durch Role Models, durch einfach Dinge tun, einfach zeigen, das funktioniert, ja, was verändern kann. Und ich meine, da ist irgendwie, da gibt es im Rugby gute Beispiele, da gibt es im Fußball einfach auch tolle Beispiele, wo in einer wirklich schwierigen Ausgangsposition einfach was bewegt wurde. Ne? Also weil das ist eigentlich einfach dass die Körperlichkeit dieser Spiele als Argument für Queerfeindlichkeit genommen wird, dem gilt es halt voll entgegenzutreten. Und ich glaube aber, was schon auch nochmal was damit zu tun hat, dass wir bei Sport, bei Wettbewerbssport oft eine geschlechtergetrennte Wertung haben und dadurch sich einfach auch Fragen auftun, die, glaube ich, nicht per se verkehrt sind, sondern die man nur auf eine verschiedene Weise beantworten kann. Man kann sie irgendwie homophob, transphob, queerfeindlich beantworten und sagen halt, ne, so, man reproduziert eine reaktionäre Vorstellung von, wie Geschlechter sind. Man kann aber auf diese Fragen, glaube ich, auch ermutigende und inklusive Antworten für alle, die Sport machen wollen, die dabei sein wollen, finden. Und ich glaube, da ist auch, finde ich, der Austausch mit anderen, mit den Erfahrungen des Kampfs gegen andere Diskriminierungsformen interessant, weil die Frage tatsächlich so Menschen mit verschiedenen körperlichen Voraussetzungen irgendwie in der Inklusion von Menschen, die behindert werden von ihrem Umfeld, darauf kann man eben auch ausgrenzende Antworten finden oder zusammenbringende Antworten. Deswegen so. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, an dem ich es auch spannend fände, noch mal weiter zu denken und zu überlegen. Danke. Dazu angänzen? Spannend finde ich zum Beispiel auch die Tatsache, dass es ja unter den Menschen mit Behinderungen natürlich auch queere Menschen gibt. Ja? Unter den queeren Menschen gibt es alte Menschen. Und unter den alten Menschen gibt es wiederum Menschen, die dann eben eine Behinderung haben. Also wie gesagt, das ist sozusagen diese Internetsektionalität, diese Mehrfachdiskriminierung, wie sie auch in der Charta aufgeführt wurde. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sehen. Und hier gilt es eben, zusammenzuarbeiten, zusammenzudenken. Ich kann vielleicht auch noch mal ein anderes Beispiel aus einem anderen Bereich meiner Aktivitäten nennen. Ich bin auch Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Landesbehindertenbeirats und wir kämpfen seit etwa 20 Jahren für das Thema eines Vertreters im RBB-Rundfunkrat.
und sind immer wieder von der Politik vertröstet worden. Und wir haben uns jetzt im letzten Jahr mit dem LSVD zusammengetan und haben gesagt, verdammt nochmal, auch bei diesem Thema fehlt die Vielfalt im RBB-Rundfunkrat, dem, ich sag mal, Aufsichtsrat des RBBs. Lass uns doch zusammentun und zusammen dafür kämpfen. Und ich glaube, dass wir einfach, wenn wir unsere Chancen sozusagen verdoppeln, einfach tatsächlich schneller ans Ziel kommen. Ja, vielen Dank. Ich möchte nochmal, weil ich das super interessant finde, an den Anfang kommen. Du hast gesagt, Alice, Sichtbarkeit ist ein großes Thema. Jetzt hast du mit Kick-Out ein super tolles Projekt eröffnet. Ich habe das auch schon gesehen und ich habe auch schon SpielerInnen gesehen, mit denen ich Interviews geführt habe. Es war einfach wirklich toll, dass ich da auch Personen aus den Nationalteams und aus der ersten Bundesliga gleich zu euch gesellt haben. Wie ist denn dein Empfinden? Was hat das bisher bewirkt? Habt ihr, was sind so die Ergebnisse? Gibt es da eine positive Entwicklung, seitdem ihr dieses Projekt ins Leben gerufen habt? Ja, zum Glück. genau, also das war tatsächlich oder ist eine Stärke der Initiative, dass auch Profi-FußballerInnen, eigentlich FußballerInnen, direkt sich dem eingeschlossen haben. Das gibt das ganze Kraft, also Anna Blesse zum Beispiel oder Svenja Huth oder Hedwig Lindahl, wir sind alle Teil von Kick-Out, was super, genau, uns natürlich eine noch größere Sichtbarkeit gibt, als wir ohnehin vielleicht gekriegt hätten. Der Kicker hat ja auch in seiner Printausgabe uns sozusagen Seiten gegeben und geschenkt und wir durften uns da präsentieren, was natürlich großartig war. Das hat den Vorteil, dass es natürlich ja eben noch größere Reichbarkeit hat. Spannender finde ich die Reaktion, die wir nicht unbedingt aus diesen Profiwelten oder so hatten, sondern eigentlich einzelne Menschen, die uns dann geschrieben haben oder auf uns zugekommen haben, erstmal weil sie auch mitmachen wollten, was übrigens auch jeder weiter tun kann, einfach auf kickout_now auf Instagram gehen und uns kontaktieren. Da freuen wir uns auf weitere Mitstreitenden. Aber auch andere Leute uns einfach da Zuspruch gegeben haben und sagten, wie toll sie das finden, dass sie gerade so weit selber noch nicht sind, aber einfach schön zu sehen, dass es uns gibt sozusagen. Und interessant ist auch die Reaktion im Vergleich zum Beispiel auf der Kampagne Ihr könnt auf uns zählen, die, denke ich, viele von euch kennen. Wo die zwar sehr schön und gut und wichtig war, aber auch nicht von Menschen, die selbst diese Lebenserfahrung machen, initiiert wurde und zumindest offen getragen wurde. Und uns ist es wichtig auch, dass auf Podien, in der Gesellschaft, online, überall Menschen zur Sprache kommen, die selbst die Erfahrungen machen, weil wir sind die Expertinnen für unsere Leben und wir haben die besten Karten, um Menschen zu beraten und die uns unterstützen können. Und danke an der Stelle auch nochmal, dass es diese Veranstaltungen gibt, dass wir hier unsere Standpunkte vertreten dürfen, aber eben auch nur die. Also es fehlen meiner Meinung nach ja ein paar Menschen auf diesem Podium, um das so vielfältig zu machen, wie die Gesellschaft auch sein sollte. Nehmen wir einfach mit. Ich weiß, dass die VeranstalterInnen das auf jeden Fall sehr im Blick haben und ihr Bestes gegeben haben. Also Reaktionen sind wichtig. Noch wichtiger sind natürlich Menschen, die sich mit uns solidarisieren, ohne direkt selbst betroffen zu sein von den Diskriminierungen, die wir erfahren. An der Stelle danke an alle, die das tun. Ihr seid da sehr wichtige Menschen, die weiter dran mit uns bleiben sollen, in allen unseren Vielfalten. Zum Thema Sichtbarkeit kann ich auch noch mal ergänzen, dass wir auch versuchen, eben die Perspektiven eben vielfältig in unserem Verband zu machen. Das heißt, wir haben nicht nur in Anführungsstrichen bitte immer das Wort nur Menschen mit und ohne Behinderung bei uns im Behindertensportverband, sondern wir haben eben auch Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, wir haben ein queeres Paar bei uns in der Geschäftsstelle, wir haben im Präsidium eben alte und junge Menschen und ich glaube, Vielfalt in der Zusammensetzung bringt eben auch die Solidarisierung, ja, eben weil
es Menschen gibt, die eben permanent darauf hinweisen und sagen, okay, hier habt ihr noch eine Broschüre von vor 15 Jahren, die hat noch keine gendergerechte Sprache, fällt eben nicht jedem sofort auf. Aber jemand, der eben mit diesem Thema verbunden ist, dem fällt das auf und dann kann man eben dort nachbessern. Und deswegen auch mein Werben eben darum, dass auch eben zum Beispiel im LSVD oder in Sportorganisationen wiederum Menschen mit Behinderung eben einen Platz finden, eine Stimme finden und eben ihre Perspektive einbringen können. Denn dann wächst das Ganze schneller in eine vielfältige Gesellschaft. Ja, vielen Dank. Ich habe ja eingehend gesagt, dass vor allen Dingen mich interessiert, was so in den Vereinen passiert, also was gerade aktuell die Situation ist. Was gibt es vielleicht für Aktionen jetzt außerhalb von Sichtbarkeit bei Instagram? Was gibt es direkt in den Vereinen, was euch gerade beschäftigt, was vielleicht gerade dort Aktionen sind? Und genau, füttert uns mal ein bisschen mit Zahlen oder Erfahrungen von eurem aktuellen Stand. Also mit den Zahlen habe ich es nicht so, aber ich kann über so ein paar Sachen. Also ich glaube, was bei uns halt tatsächlich dieses Ding war, so wir sind gegründet worden als schwuler Verein, das heißt, wir waren Männerverein. Das war, und das haben wir irgendwann geändert. Also einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen für alle Geschlechter offen sein. Und wir haben jetzt... aber dadurch sind wir halt immer noch im Training und unser Ligateam spielt halt in der Männerliga. So, da sind wir gerade am Aufbauen und haben jetzt als erstes Training ein, was nicht gemischt ist, ein Training für Flinter, also für Frauen, Lesben, Inter, Transmenschen, aufgemacht. Ja, und das ist jetzt, also jetzt ist ja irgendwie ne? Winter, das ist nicht so, aber so da fangen wir gerade mit an, so da zu gucken, wie Menschen, die sich irgendwie unter diesem Umbrella-Term wohlfühlen, also ob die Bock auf ein eigenes Training auch haben. Weil das glaube ich, das ist auch nochmal so eine finde ich, sehr spannende Frage, wer braucht eigentlich was für die Inklusion, weil das ja sehr unterschiedlich ist. So, ne? Also ich glaube, es gibt halt einfach... Frauen, die sagen, ich habe Bock auf ein Frauentraining. So, ich fühle mich vielleicht in einem Gemischten gar nicht so wohl. Genauso gibt es das auch bei Männern. So, und vielleicht gibt es, und das deswegen einfach zu gucken, welche Angebote werden denn eigentlich gebraucht. So, und wir probieren jetzt halt dieses Flinter-Angebot aus. Und auch beim Thema Sichtbarkeit finde ich eine ganz spannende Sache zum Beispiel. Ja, Role Models sind total, total wichtig. Aber bei einer Untergruppe sozusagen von den Queers, bei den Transleuten, ist das eine zweischneidige Sache mit der Sichtbarkeit. Also deswegen, weil die Frage ist, will ein Transmensch immer und überall erzählen, hallo, ich bin übrigens trans? So, deswegen geht es, glaube ich, darum, da eher so einen Prozess zu haben von... Transmenschen, die drüber reden, dass sie trans sind und deswegen so quasi sichtbar werden als Ausnahme, damit es keine Ausnahme mehr ist. Also das fand ich ganz lustig. Wir haben bei einer Kampagne mitgemacht, Proud to be myself, Proud to be trans. Und es war halt immer ein Bild von Sportlern, wovon einer trans war. Und dann war das halt so die Frage, wie baut man dieses Foto auf? Baut man das quasi so auf, dass eine Person in der Mitte ist und die anderen gucken sie an und man sieht, ah, das ist die Transperson, die Proud to be myself, Proud to be trans, so, ne? Oder macht man das anders? Das war was total Spannendes in dieser Kampagne. Ich weiß nicht, ob ihr diese Fotos gesehen habt. Und da geht's, glaube ich, auch ganz doll darum, als Verein sichtbar zu machen, hey, wir denken darüber nach. So, und wir haben jetzt diesen Prozess halt gerade auch so gelernt, so dieses so von irgendwie einem schwulen Verein zu einem, uns auf den Weg zu einem queeren Verein zu machen, worüber wir da auch nachdenken müssen und worüber also sowas wie, also wo ich diese Charta auch so total spannend finde, nochmal so zu sagen, okay, transparent zu machen, darüber haben wir uns Gedanken gemacht und da nehmen wir auch unterschiedliche Bedürfnisse wahr, weil
ein Verein zu sein, der willkommen heißend ist für Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die Rassismuserfahrungen haben. Das sind völlig, völlig unterschiedliche Sachen, was Menschen da auch brauchen und sich wünschen. Also für uns war es zum Beispiel wichtig, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir wollen gar nicht für jeden darüber reden, ob der cis oder trans ist aus unserem Liga-Team, sondern Leute können einfach kommen und spielen und müssen das auch keinem erzählen. Ich würde sehr gerne da andocken. Was Menschen generell brauchen, queere Menschen, aber sonst auch alle Menschen, sind einfach sichere Orte und Vertrauenspersonen und Orte, wo sie sich wohlfühlen. Und Vereine spielen diese sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft, dass sie weder Arbeit noch Familie noch eigentlich Freundschaftskreise sind, sondern ein anderer Ort, wo Menschen sich in ihrer Freizeit einfach zusammenfinden. Und deshalb, finde ich, sind Vereine ein Ort, wo sehr viel passieren kann, weil es ein halb neutraler Boden eigentlich ist. Und Vereine sollen in erster Linie Orte sein, wo Menschen sich wohlfühlen. Das müssen nicht unbedingt Rückzugsorte sein und werden, können aber. Dafür gibt es, also ich kenne sehr, was ich am besten kenne, ist ja die Berliner Fußballszene. Und da gibt es zahlreiche Vereine, die auch spezifisch queere Menschen begrüßen, willkommen heißen und auch als Mitglieder haben. Das ist so ein Ort, wo wahrscheinlich Menschen sich diesen sicheren Raum wünschen, dieses Safe Space, wo sie zusammen sein können und ihre Leidenschaft ausüben können. Das ist gut und das ist notwendig und es braucht diese auch Pionierarbeit, die geleistet werden soll. Und es muss weiterhin diese Orte angeboten werden. Interessant finde ich auch, wie sich andere Vereine dazu profilieren können oder verhalten können. Mein Verein ist zum Beispiel ist einfach ein Breitensportverein aus dem Kiez und hat eine lange Geschichte der Bekämpfung von Rassismus, ist eher neu beim Thema der Öffnung für weitere, also für Menschen, die Opfer von weiteren Diskriminierungen sind, bemüht sich aber, die Strukturen in unserem Verein sind dafür offen, für neue Ideen, für dass wir jetzt als queere Menschen auch Raum da einnehmen, unsere Ideen einbringen und dazu machen, dass dieser Verein ein immer sicherer Ort wird für immer mehr Menschen und die sich offensichtlich da sehr wohlfühlen. Genau, ich finde, Sichtbarkeit ist für mich selbstverständlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, ist aber nur eine der Säule, die wichtig ist und die tragend ist für das, was Vereine tun können. Das andere ist eben auch einfach bei sich gucken, wie du auch sagtest, prüfen, bin ich ein sicherer Ort? Sind wirklich alle willkommen, alle Menschen bei mir willkommen? Setze ich alles um, damit diese Menschen sich willkommen heißen? Und da sollte sich niemand aus der Pflicht nehmen, denn auch mein Verein ist dann bei weitem nicht perfekt und hat noch viel zu tun. Bei wem auch immer die Schuld liegen mag, dass die Infrastrukturen nicht vorhanden sind für die Vielfalt einfach. Das ist bei uns vielleicht nicht nur unsere Verantwortung, aber wir können trotzdem dazu beitragen, dass wir gendergerechten Toiletten anbieten, dass wir den Zugang für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, zu unseren Räumlichkeiten anbieten. Ich sage das und wir machen das nicht alles, immer noch nicht, auch bei meinem Verein nicht. Das heißt, ich glaube, das, was alle auf jeden Fall tun können, ist erstmal bei sich zu gucken, kritisch sich selbst zu betrachten. Und wir lernen alle ein Leben lang, Strukturen sind davon nicht ausgenommen, aber die Strukturen sollen weiter lernen und sich immer wieder verbessern und zusammen dazu beitragen, dass sich Menschen einfach wohlfühlen. Ich komme auch auf diesen Punkt von dir zurück. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo kein Coming-out notwendig mehr ist, um über den Bereich zu sprechen, den ich am meisten kenne. Es braucht eine Gesellschaft, wo einfach von vornherein alle willkommen sind, ohne dass man dazu was extra sagen und dort tun muss, damit sich alle nur von dem Preis geben, bis zu dem Punkt, den sie ja, kommunizieren wollen. Und genau, da gibt es viel zu tun. Da gibt es Menschen, die bei Verbänden bereit sind, uns dabei zu unterstützen. Andererseits kann es sein, dass wir als Vereine auch die Initiative ergreifen und unsere Verbände auf dem Weg mitnehmen und einfach ständig voneinander lernen. Genau.
Ja, ganz herzlichen Dank. Also kann ich voll unterschreiben, was du da gesagt hast. Und vor allen Dingen hat mir sehr gut gefallen, das hast du aber auch gesagt, das Thema Willkommenskultur im Verein. Dieser Verein als Wohlfühlort, wo man sich wohlfühlt. Und das Wichtige ist eben tatsächlich, dass man auch eben am Eingang schon willkommen geheißen wird. Also nicht sozusagen den Verein als Closed Shop, wo man die drin sind, sich wohlfühlen, sondern wie du richtig sagtest, wo man jeden willkommen heißt. Und nichts anderes ist das, was wir bei Inklusion durch Sport propagieren und sagen, seid offen für alle, heißt alle willkommen, denn nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwo anklopft und die Tür wird einem sozusagen extra nochmal vor der Nase zugeschlagen und man sagt, du bist hier nicht willkommen und man muss weitersuchen. Und das geschieht eben zum Beispiel eben auch bei Menschen mit Behinderungen sehr häufig, gerade auch bei Menschen mit sichtbaren Behinderungen, nicht, dass eben sozusagen man schon von Weitem sieht, der Rollstuhl kommt und man macht schnell den Rollladen runter, damit eben sozusagen die Frage gar nicht erst kommt, kann ich hier bei euch Sport machen? Und damit man diese Strukturen umbaut, gibt es allerdings auch häufig ein Problem, was viele Vereine, gerade auch Sportvereine haben, und das ist das Thema Geld. Denn Umbau kostet Geld. Ja, also ich sage mal, einen Text vielleicht neu zu schreiben, das ist jetzt nicht sehr aufwendig, aber die Rampe zu bauen, um die Treppen zu überwinden oder die Toiletten umzubauen, das kostet richtig viel Geld. Und deswegen haben wir im Behindertensportverband ein Beratungsprojekt gestartet, das heißt Inklusion durch Sport, wie sollte es auch sonst heißen, und das vermittelt quasi Vereinen die Möglichkeit, Anträge bei der Aktion Mensch zu stellen, denn die Aktion Mensch ist eben eine geldgebende Organisation, die wirklich viel Geld hat, und sie gibt eben auch Geld für den Sport, und zwar eben für inklusive Projekte, also wie mache ich den Verein offen. Und du wolltest ja Zahlen haben, ne? Nur mal, also im Jahr 2015 haben wir mit diesem Projekt begonnen. Wir haben erstmal natürlich nur an uns gedacht und gedacht, unsere Vereine in unserem Verband, unsere 200 Vereine, die können damit Anträge stellen. Das lief 2 Jahre ganz gut, aber naja, dann waren sie alle durch. Und dann haben wir gesagt, warum öffnen wir uns eigentlich nicht? Und inzwischen haben wir eben ganz viele Anträge auch schon beraten von Vereinen, die auch zum Teil hier im Raum sitzen, wie Seitenwechsel, aber eben auch Boxgirls und Wheel Divas und ich sag mal Sportvereine, die eben auf dieses Thema auch besonderen Wert legen und die aber alle für sich festgestellt haben, dass zum Beispiel eben ihnen eine Rampe an dem Eingang fehlt oder aber zum Beispiel, dass die Webseite nicht barrierefrei lesbar ist. Und wenn ich Menschen willkommen heißen will, dann heißt das eben auch schon, dass ich die Informationen so zur Verfügung stellen muss, dass sie sie lesen können. Und ich denke, da können sich fast alle Vereine, die hier sitzen, an die Nase fassen und sagen, habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, ob meine Seite Schriftgrößen verändern kann, ob meine Seite für Gehörlose barrierefrei ist, für Blinde entsprechende Vorlesefunktionen hat oder. Und auch das ist, wie gesagt, durch die Aktion Mensch förderfähig. Ja, wer also Interesse hat, 5.000 Euro für seinen Verein, für den Umbau der Webseite Richtung Barrierefreiheit zu bekommen, kommt nachher zu mir, ja, und dann reden wir darüber, wie das geht. Das ist doch mal ein Angebot. Ich möchte noch anknüpfen. Du hast gesagt, Alice, dass du dir wünschst, dass es irgendwann kein Coming-out mehr gibt. Jetzt sind wir, also weil es nicht benötigt wird. Jetzt sind wir momentan in der Situation, wo das eben irgendwie leider noch so sein muss. Und ich will jetzt noch mal ein bisschen detaillierter fragen. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin eine junge, queere Person, die... Ich würde gern weg von Fußball gehen, aber ich sage jetzt mal Fußball oder Rugby oder eine Kampfsportart machen möchte. Und ich suche jetzt einen Verein, wo ich weiß, da wird ein Safe Space für mich sein und da wird es die entsprechenden AnsprechpartnerInnen geben. Wie mache ich das? Also ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe beim TSC Berlin angefangen, da war ich noch 9, das ist ja auch schon einige Jahre her. Und bis jetzt habe ich immer in Handballvereinen gespielt, wo ich dieses Thema Vielfalt einfach überhaupt nicht gesehen habe. Also weder auf der Webseite noch die TrainerInnen, die ich hatte. Und ich hatte einige, weil ich in einigen Vereinen war. Und das heißt,
Das heißt, ich habe das nie gesehen. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch viel zu wenig sichtbar. Wie finde ich jetzt den entsprechenden Verein und warum muss ich Special-Vereine dafür suchen, die sich da schon engagieren und die das ganz, ganz offen machen und eventuell auch ausgebildete AnsprechpartnerInnen und TrainerInnen haben? Wie komme ich zu euch und was könnt ihr Vereinen empfehlen, damit alle quasi diese Offenheit zeigen und diese Vielfalt am besten schon vorne ans Gartentor hängen und wie von dir auch gesagt, nicht nur innen drin sich wohlfühlen, sondern gleich diese Offenheit ausstrahlen? Also ich glaube, in einer Situation, in der es Diskriminierung gibt, in der es Queerphobie gibt, da braucht es beides. Da braucht es Vereine, die sagen, okay, wir machen hier jetzt mal erstmal unser Ding. So, und Heteros, ihr seid auch willkommen. So, ich glaube, solche Vereine und solche Orte braucht's. Und ich bin zu den Bruisers gegangen, als ich dachte, ja, ich brauche mal so einen Ort. Vorher war ich in einem völlig normalen Boxclub. Boxclub Hanseat, der hat früher die Türsteher für den Hamburger Kiez trainiert. Das war jetzt, also, da war es halt schon so, also, wenn unsere, in den Ferien haben wir in der Ritze trainiert, also, das war jetzt irgendwie kein queer-feministischer, queerer Boxclub. Trotzdem hat das da für mich gepasst und auch da haben wir sozusagen gute Sachen gemacht. So. Deswegen glaube ich, geht es nicht darum, alle queeren Leute in queere Vereine zu kriegen, sondern ich glaube, es geht um beides. Es geht um guten Kontakt zwischen Menschen, die sich gegen Diskriminierung von queeren Menschen in Vereinen, die selbst nicht explizit queer sind, einsetzen. So, ich glaube, da muss man sich vernetzen und es braucht explizit beides. So. Und ich möchte überhaupt nicht, dass alle queeren Menschen, die Rugby spielen wollen, zu den Bruisers kommen. Und ich möchte auch tatsächlich nicht, dass nur queere Leute zu den Bruisers kommen, sondern dass es halt eben beides gibt und beides geben kann. Das wäre so diese Frage, dass es halt einfach so eine Option gibt, weil ich glaube, es braucht auch diese Vereine, wo man einfach mal nicht der oder die Einzige ist und immer alle Fragen beantwortet und immer das Gesicht für Queer-Inklusion des Vereins ist. Genauso wie wir ja nicht nur in unserer Bubble leben wollen. Ich habe aber das Gefühl, dass in dem Moment, wo wir als Bruisers in die Berlin-Brandenburger Rugby-Liga gekommen sind, hat sich schon noch mal was verändert, auch eben für alle in den anderen Vereinen, egal ob queer oder nicht. Also ich glaube einfach dadurch, also durch unsere Sichtbarkeit geht es jetzt gar nicht darum, dass wir uns freuen, wenn wir endlich 10 queere Vereine haben und die queere Rugby-Liga aufmachen, sondern wir wollen als queerer Verein in der normalen Liga spielen. Und da geht es, glaube ich, wäre das, glaube ich, tatsächlich meine Frage, ja, worauf hast du Bock? So, weil man sucht sich seinen Verein ja nicht nach politischen, oder nicht nur nach politischen Gesichtspunkten auch, sondern vor allem auch, eben wie du gesagt hast, damit es einem gut geht, damit man Sport machen kann, damit man nette Leute trifft, damit man ja selbst glücklich wird und wenn man dabei die Welt noch ein bisschen besser macht, ist ja super. Aber ich glaube, das finde ich gerade beim Breitensport wichtig. Es geht darum, dass es Leuten gut geht. Und da geht es, glaube ich, echt so nochmal um diese Frage, das zu ermöglichen. Ne? Also, dass eben auch die junge queere Person eine echte Wahl hat und sich überlegen kann, wo will ich hingehen und überall hingehen könnte. Weil ich glaube, darum geht es ganz viel. Dieses, kann ich da überhaupt hingehen? Und zu sagen, alle sind willkommen, reicht halt für manche Leute nicht. Ne? Weil Diskriminierungserfahrungen dazu führen, dass man weiß, bei alle bin ich oft nicht mit gemeint. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich würde gerne die Frage sehr praktisch beantworten für den Fall, dass es wirklich jemand da draußen helfen könnte, der sich irgendwann mal dieses Video anschaut. Allerdings muss ich keinen jungen Personen erzählen, dass man im Internet ganz viel findet.
Das wäre nämlich mein erster Tipp. Es gibt, glaube ich, zumindest in vielen Großstädten Deutschlands jetzt die Möglichkeit, in eben Vereinen Sport zu treiben für sehr unterschiedliche Sportarten, die sich spezifisch für queere Menschen an queeren Menschen adressieren. Das ist die eine Sache. Also da, glaube ich, findet man online sehr viel. Ich befürchte, dass vielleicht in ländlichen Räumen das noch nicht so einfach ist. Aber zumindest kommen wir da voran. Und für alle, die vielleicht nicht unbedingt zu so einem Verein gehen möchten, kann ich nur ermutigen, vielleicht einfach zu gucken, wie präsentiert sich der Verein erstmal nach außen. Also ist die Darstellung vielfältig? Gibt es unterschiedliche Menschen auf dieser Webseite? Ist diese Webseite für mehr Menschen zugänglich als für einfach alle Menschen zugänglich? Und wenn möglich, einfach auszuprobieren. Also man sagt ja, Probetrainings ist, um zu gucken, ob das sportlich passt. Naja, man kann auch Probetrainings andersrum sehen, dass der Mensch, der den Verein besucht, einfach schaut, wie sind sie so drauf? Gibt es da coole Leute? Ich denke aber tatsächlich auch wieder an Personen, die sich sowas eventuell nicht leisten können, weil einfach ihr Wesen sozusagen für manche überfordern wäre oder so, was extrem traurig ist. Da würde ich einfach gucken, es gibt bestimmt Ansprechpersonen, ich kenne da auch wieder eher mehr den Fußball, aber nach und nach gibt es Verbände, gibt es Strukturen, die Ansprechpersonen schaffen, an die man sich wenden kann, um herauszufinden, was ist dann für mich das Richtige, falls ich das nicht von selbst herausfinden kann. Ich war jetzt vorhin nicht in dem Workshop mit der Charta. Ich habe sie nur mal ganz kurz durchgelesen. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass ein Verein, der sich dieser Charta sozusagen nähert, der sich sie unterschreibt, dass der möglicherweise so einen kleinen Logo auf der Webseite hat, wo einfach nur die Farbe von dieser Charta drauf ist und eben heißt, okay, wir haben uns dieser Charta gewidmet, und jemand, der einen Verein sucht und hofft, dort willkommen zu sein, könnte eben über so ein Logo sehen, okay, da haben sich zumindest Leute schon mal Gedanken gemacht, das ist vielleicht besser als ein Verein, der eben sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Dazu wollte ich auch noch sagen, das habt ihr beide gerade angerissen, aber ein Verein, der sagt, alle sind willkommen, ist natürlich noch nicht genug, und sehr oft, wenn man das sagt, geht eigentlich genau das runter. Also sind doch nicht alle willkommen, weil man gar nicht mehr so darauf achtet, dass alle wirklich willkommen sind. Ich wünsche mir deshalb, dass, ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dass, also Mut zu Fehlern. Es ist okay, Fehler anzuerkennen, es ist okay zu merken, bisher war ich oder war mein Verein noch nicht da gut aufgestellt. Wichtig ist, dass man das erkennt und auch ändern will. Ab dem Moment ist erstmal der ganz große erste wichtige Schritt gemacht. Niemand ist perfekt, es ist okay, Fehler zu machen. So, es gilt für alle. Ab dem Moment, wo das einem bewusst ist, gilt es einfach, sich zu erziehen. Also sich selbst schlau zu machen zu dem Thema, sich einfach Verbündete zu suchen, PartnerInnen zu suchen, Organisationen, sich fortzubilden, sich einzulesen, alles Mögliche, um da ein bisschen besser zu begreifen. Und ganz, ganz wichtig, einfach erstmal zuzuhören und Frage zu stellen, da wo es okay ist, Frage zu stellen, nicht immer Fragen zu stellen. Manche Fragen sind eine Mikroaggression, stellen eine dar, da muss man immer gut abwägen, wem frage ich was, was bewirke ich eigentlich damit. Viel besser ist es erstmal, sich Orte zu suchen, wo man erst einmal zuhören kann und dazu lernen kann. Und das gilt, glaube ich, für alle Dimensionen der Vielfalt, dass wir uns alle permanent dazu immer wieder in Frage stellen sollen und lernen sollen von Menschen, die selbst Erfahrungen in dem Bereich haben und das auch gerne teilen möchten. Jetzt hast du deinen Satz sehr schön angefangen mit "Ich wünsche mir". Ich möchte mal in die Runde fragen, was sind denn eure Wünsche? Wir hatten vorhin ja schon das Thema, es fehlt Geld, um vor allen Dingen,
ich sage jetzt mal, Rollstuhlfahrende Personen in die Vereine zu bringen oder auf den Sportplatz zu bringen. Woran explizit oder was wünscht ihr euch explizit denn gerade in eurem Verein? Gibt es da offene Wünsche? Möchtet ihr dazu mal Vorschläge machen? An wen adressieren wir unsere Wünsche? An unsere eigenen Vereine oder an... Hier in die Kamera, an alle, die uns zugucken. An die Welt, okay. Keine Wünsche offen, das ist doch... Ich glaube, mir ist da nochmal so wichtig zu sagen, queer ist halt echt dieser Umbrella-Term und darunter stecken echt unterschiedliche Bedürfnisse. Also... Weil ein Eintreten gegen Homophobie ist was anderes als Eintreten gegen Transphobie und Bedürfnisse von Intermenschen sind unterschiedlich und auch innerhalb dieser sind da, deswegen würde ich jetzt ungern sowas ganz Großes machen, ich würde einfach mal so irgendwie mit so den ersten konkreten Sachen, die mir einfallen, so anfangen. So, das wäre zum Beispiel ein Thema, was bei den Bruisers auch eine große Rolle spielt, ist Inklusion für Transmenschen. So, und für uns ist es total wichtig, also wir haben ja jetzt mit diesem Flintertraining angefangen, aber für uns war es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass in unserer Liga-Mannschaft, die in der Männermannschaft spielt, dass da Transmänner willkommen sind. Und zwar ohne Restriktionen. So, also bei uns im Männerteam als Mann in Rugby spielen will, soll das können. Und das war auch was, wo der Rugbyverband von Berlin und Brandenburg sehr schnell eine sehr klare Regelung hatte, als das erstmal auf dem Tisch war, so ja, es gibt kein, also Transmänner müssen weder Personenstandsänderungen noch Hormone nachweisen, noch irgendwelche OPs nachweisen, die können mitspielen. Das ist was total Wichtiges und das auch zu kommunizieren. Weil das ist so ein Beispiel, also dass alle Männer können zum Training kommen, da sind Transmänner oft gewöhnt, dass sie damit nicht gemeint sind. Und auch bei uns gab es so dieses, oh, bisher waren wir ja immer nur Männer und jetzt sind hier auch Transmänner. Okay, das ist kein Willkommen. So. Aber das gehört zum Lernprozess. So. Und ich glaube, da haben wir auch zum Beispiel überlegt, wie schreiben wir das auf die Website? Weil natürlich gab es auch diese Idee, wenn wir draufschreiben, Transmänner sind auch willkommen in unserem Liga-Team, dann macht man daraus ja wieder sowas Besonderes. Aber bis wir in einer Welt ohne Coming-Outs leben, ist es sinnvoll, das reinzuschreiben, weil jeder Transmann wird sich fragen, bin ich damit gemeint, wenn da steht, alle können bei uns mitspielen. So. Und dazu gehört eben auch bei Teamsportarten und Wettkampfsportarten eine Diskussion über die Regeln, wann jemand im Frauenteam spielt und wann jemand im Männerteam spielt. So darüber zu reden und dafür klare Regelungen zu finden, weil was es oft gibt, ja, wir finden dann im Einzelfall eine Lösung, das klingt erstmal total individuell, das ist aber für einen Transmenschen total bescheuert, weil das bedeutet, bevor ich irgendwas machen kann, muss ich zu Leuten, die ich gar nicht kenne, hingehen und sagen, hallo, ich bin trans, ich will bei euch mitmachen, redet doch mal alle über mich, ob ich das vielleicht darf. So, das ist überhaupt nicht inklusiv, deswegen ist es wichtig, eine Regelung zu finden. Und ich finde auch, lieber eine bekloppte Regelung erstmal als gar keine. Weil wenn man dann so eine Regelung hat, wie gesagt, ich habe es nicht mit den Zahlen, aber dass es halt für Transfrauen solche Blutwerte gibt, die sie unterschreiten müssen, dann kann man darüber diskutieren, ob diese Regelung sinnvoll ist. Aber dann hat man erstmal eine Regelung, wo zumindest einmal die drunter fallen, schon mal spielen können. Das heißt, es gibt eine Sichtbarkeit, es gibt Erfahrungen, es gibt diese Momente von, ja ey, also Tanja darf mitspielen, aber Anne jetzt nicht, weil die irgendwas im Blut anders hat, was bei Annika vielleicht sogar dreimal so hoch ist, das ist doch Quatsch. Ne? Das ist ein ganz anderer Punkt, als wenn erstmal man so fragen muss, ja, redet ihr vielleicht mal alle über mich und meine Geschlechtsidentität und meinen Körper, bevor ich das erste Mal einen Ball in die Hand nehme. Das wäre zum Beispiel sowas, eine Diskussion über Regelungen bei geschlechtergetrennten Wettbewerben und Teamsportarten,
Und da, das ist eine dieser Fragen, die ich meinte. Natürlich wünsche ich mir da inklusive Antworten. Natürlich ist da sowas wie, natürlich ist es blöd, wenn Regelungen viele Transmenschen noch ausschließen davon. Aber zum Beispiel so eine Regelung, wie es im internationalen Rugby jetzt gefunden wurde, dass Transfrauen prinzipiell nicht spielen dürfen, das ist halt, also das ist halt furchtbar so, aber wenigstens wird jetzt dann darüber gesprochen. So, das ist jetzt halt erstmal so, aber vielleicht bleibt es ja auch nicht für immer so. Vielleicht kann man da einfach auch nochmal Schritte zurückgehen. So, ne? Also vielleicht wird es irgendwann möglich sein, dass im internationalen, also dass im Rugby Frauen wieder, also Frauen mit Transgeschichte und Transfrauen wieder spielen dürfen. Und in anderen Sportarten gibt es ja auch schon andere Regelungen. Aber ich glaube, da ist diese Idee, na, wir machen das so individuell, ist eben nicht hilfreich. Da ist ein sich darüber austauschen, eine Diskussion darüber, warum will wer welche Einschränkungen, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Der Weg zu einer inklusiven Gesellschaft ist ein Marathon. Aber jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt. Und von daher finde ich das super, eben diese ersten Schritte in die richtige Richtung natürlich zu machen, denn sonst wird der Marathon ja noch länger, wenn man in die falsche läuft. Und von daher diese vielen kleinen Schritte, diese Regelung, die es gibt, die man dann eben diskutiert und versucht zu verändern und zu verbessern, oder die vielen Projekte, die Offenheit, die man eben braucht, um die Dinge eben voranzutreiben, ja, das kann ich mir echt wünschen, ja, denn die allerschlimmsten Barrieren, die es gibt, sind nicht die Barrieren, die Treppe oder der fehlende Fahrstuhl, sondern das sind die Barrieren im Kopf. Und wenn die eben nicht wegkommen, dann hat man eben nicht die Offenheit, um eben etwas zu diskutieren, um etwas in unserem Sinne zu verändern und eben näher an die inklusive Gesellschaft ranzukommen. Ich habe mehrere Wünsche. Ich habe schon geschrieben. Es ist ja, ne, Wunschliste. Ist ja auch bald Weihnachten, genau. Ich werde vielleicht nicht alle nennen, aber ich versuche, ich habe einen ganz konkreten Wunsch für morgen. Ich glaube, Paula hatte das in der Anleitung der Tagung heute schon erwähnt. Morgen ist der Gedenktag für Opfer von Transphobie. Es ist ein Samstag, es wird Fußball gespielt und andere Sportarten ausgeübt, solange die Pandemie es noch ermöglicht, aber morgen soweit eigentlich in vielen Orten noch möglich. Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität hat zu einem Solidarisierungstag aufgerufen. Wenn möglich, wäre mein Wunsch, dass Menschen sich morgen solidarisieren mit Bannern, mit Postings auf Social Media, mit einfach auch ein Gedanke, also dass man sich selbst ein bisschen erinnert und in sich geht und denkt an Menschen, die Opfer von Transphobie sind. Das ist mein ganz konkreter Wunsch für morgen, den 20. November. Dann habe ich einen Wunsch an cis-hetero-weiße Menschen in der Welt und alle, die hier sind oder auch zuhören und zuhören werden. Bitte solidarisiert euch mit allen Menschen, die nicht eure Privilegien genießen. Es hört sich nach krass viel an, aber es kann eigentlich auch klein anfangen, wie beim Marathon. Oder auch nur joggen gehen. Übrigens, Marathon ist direkt sehr ambitioniert, aber einfach ein Schritt nach dem anderen. Und genau, denkt darüber nach, was es heißt, zu sein, wie ihr seid. Denkt darüber nach, dass viele Menschen nicht diese Privilegien genießen. Versucht euch darüber zu informieren, versucht in Gespräch zu kommen mit Menschen, die anders sind als ihr. Und macht auch ihr die Welt besser, weil ohne euch wird es nicht gehen. Wir können doch nicht alles machen. Ihr müsst auch ein bisschen was tun. Genau, und ansonsten ist mein Wunsch, dass Strukturen, nee, das ist eigentlich kein Wunsch, man kann das nicht an Strukturen adressieren, aber Menschen in Strukturen, die in Machtpositionen sind,
bitte wirklich unsere Anforderungen hören und versuchen, dem Gehör zu verschaffen, Platz einzuräumen. Solange wir selber nicht in Machtpositionen sind, brauchen wir diese Verbündete, brauchen wir diese Alliierten, die uns unterstützen, damit wir alle zusammen am Ende auch besser leben, besser Sport machen. Und hört auf uns, lädt uns ein, gebt uns Mikrofon, gebt uns Kameras, gebt uns den Raum und genau, lasst uns zusammen einfach da aufbauen. Das mit Weihnachten hat mich jetzt inspiriert. Also ich will jetzt nicht so ganz ohne Wunsch hier weggehen und das waren jetzt viele größere Wünsche. Ich habe einen sehr großen, sogar auch materiellen Wunsch und zwar kämpfen wir zusammen mit 25 anderen Verbänden und Vereinen, zu denen übrigens auch der LSVD zählt, seit anderthalb Jahren nochmal verstärkt für den Inklusionssportpark. Das ist der Umbau des bisherigen Jahn-Sportparks, wo ja auch die Respect Games alljährlich stattfinden, in einen Inklusionssportpark. Und wir haben da eine Petition zugestartet auf Change.org, um dort eben auch, ich sag mal, zahlenmäßig kräftig dabei zu sein. Denn die Politik hat vor zwei Jahren etwa begonnen, Gegenwind zu bekommen von den Anwohnerinnen, die eben gesagt haben, oh, hier soll was umgebaut werden, hier soll ein Stadion abgerissen werden, ein neues gebaut werden, ein inklusives. Oh je, wir wollen das nicht. Ne? Denn ich meine, es macht Lärm, Dreck, kostet Geld, wie auch immer. Aber vor allen Dingen ist es eben vielleicht auch für die Umwelt nicht optimal. Und wir als dieses Bündnis für den Inklusionssportpark sagen aber, wir brauchen dieses Leuchtturmprojekt. Wir brauchen endlich einen Sportpark für alle, in dem eben alle, großgeschrieben, wirklich alle willkommen sind. Und deswegen haben wir auch in der Ausarbeitung zusammen mit der Senatssportverwaltung die Bedarfe so gestrickt, dass wir eben auch gesagt haben, wir als nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern eben auch der LSVD und andere waren daran beteiligt, zu sagen, was brauchen Sie denn für so einen Inklusionssportpark, den es so auf der Welt eben noch nicht gibt. Und wenn wir dieses Leuchtturmprojekt bekommen, wenn wir das wirklich schaffen sollten, und da müssen wir wirklich alle zusammen auch jetzt gerade nochmal an die Politik, die hier in Berlin Koalitionsverträge gerade verhandelt, appellieren und sagen, das Ding muss kommen, ja, denn wenn wir so ein Vorbild haben, dann kommen vielleicht auch aus anderen Teilen der Republik, aus anderen Bezirken kommen eben SportplatzbauerInnen und gucken, was haben die denn da geschafft, was funktioniert, was können wir übernehmen und dann wird Infrastruktur vielleicht über Jahre und Jahrzehnte nach und nach eben für alle geöffnet und das wissen wir im Sport. Hast du vorhin selbst auch gesagt, ne? Ohne einen Platz kann man nicht trainieren. Ja? Und deswegen Plätze für alle. Ja? Und wie gesagt, jetzt als erstes ein Inklusionssportpark. Und bitte, liebe Koalitionäre, so ihr hoffentlich alle hier vor dem Bildschirm hängt, gebt euch einen Ruck, baut das Ding. Sind hier noch Wünsche eingefallen? Okay, ich will zwei Themen noch mal ganz kurz aufmachen und zwar einmal trans- und inter- und nicht-binäre Personen in Vereinen und Verbänden. Wie wird damit gedacht? Als Info, der Berliner Fußballverband und der Deutsche Hockeybund haben ihr Spielrecht hinsichtlich der Teilhabe von trans- und inter-Personen erneuert. Beim Fußball ist es so und zwar habe ich diese Information von jemandem, ich habe angekündigt, dass wir heute dieses Podiumsgespräch haben und habe dann eine Zuschrift bekommen. Taro spielt bei Seitenwechsel und hat mir erzählt, vielleicht könnt ihr über das Thema reden, dass es da eine neue Regel gibt, dass nur eine Transperson pro Spiel auf dem Platz sein darf. Das ist eine gute Errungenschaft, weil das gab es vorher nicht. Das gibt es, soweit ich das weiß, momentan nur im Landesverband Berlin und den anderen Landesverbänden noch nicht. Das ist also ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, das wird auch so gesehen. Taro sagt aber, dass es Taro wütend macht und die Leichtigkeit beim Fußballspielen wegnimmt, weil es ja
er weiß immer nicht, mit wem Taro als nächstes spielen wird, weil nur eine Person, die trans ist, auf diesem Fußballplatz stehen darf. Und da hat Taro mir zu verstehen gegeben, dass wir das vielleicht als Thema aufnehmen. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Hast du dazu noch ein paar Worte? Ja, also ich glaube halt, dass es wichtig ist als ersten Schritt. Also ist halt einfach bekloppt zu sagen, es darf nur eine, ist aber leider immer noch besser, als gar keine zu haben. So, also das heißt, die Person, die dann auf dem Platz ist, weiß, ich darf hier sein. So, das ist ein erster Schritt und ich finde, da muss ich dann halt genau diese Diskussion dran anknüpfen. Warum denn bitte nur eine? So, also was, ja, aber das ist halt, ja, also ich glaube, das ist halt genau der Prozess, den man da noch gehen muss. Und ich glaube, bei der Inklusion von Transmenschen in den Männerwettbewerben ist es, glaube ich, einfacher, weil da einfach viel weniger Ängste, viel weniger Befürchtungen sind, die Transphobie gegen Transmänner oft auch einfach weniger, ja, weniger unangehbar ist als gegen Transfrauen, also dass halt einfach die der Widerstand dagegen, Transfrauen in Teams mitspielen zu lassen, ist einfach viel höher. Und ja, da muss man halt leider manchmal mit so einer seltsamen Regelung anfangen. Und solche Situationen, wo halt dann mal ein Verband sagt, ja, alle Transmänner dürfen einfach mitspielen, das wird man in den Frauenbereichen einfach oft nicht kriegen, weil da die Transphobie einfach viel härter ist. Und ja. Darf ich dazu ja, kurz? Klar. Genau. Also einmal möchte ich sagen, dass diese Regelungen, so wie sie langsam getroffen werden, zwar ein Fortschritt sind, aber auch non-binäre Menschen direkt ausschließen, weil es einfach noch weiter nur in zwei Kategorien gedacht wird und ein Transmensch wird immer noch von ja, einem Mensch als Mensch betrachtet, der zu einer dieser Kategorie gehört. So, das heißt, wir schließen weiterhin Menschen aus mit diesen Regelungen. Darüber hinaus gibt es das, was als Regelung gilt und als Errungenschaften betrachtet werden können und es ist gut. Ich glaube, ich bin bei dir auch, wenn es tut weh, zu sagen, eine beschissene Regelung ist besser als gar keine. Ich bin, als du das vorhin auch schon gesagt hast, dachte ich, okay, ja, aber auch scheiße einfach, ne? Also ich bin da unsicher, aber wahrscheinlich hast du recht. Genau, es gibt dann auch die Umsetzung der Regelungen und ganz konkret, da gebe ich einfach nur Erfahrungen weiter, die an mir getragen worden sind. Es wäre besser, wenn jemand das selbst erzählen würde. Aber es gibt dann auch zum Beispiel sehr konkrete doofe Fälle von, und doof ist sogar ein sehr schwaches Wort für das, was es ist, von Passkontrollen zum Beispiel bei Fußballspielen, die sehr, sehr doof laufen oder extrem schlecht, weil Transmenschen dann einfach dann auf einmal bloßgestellt werden, in Frage gestellt werden, dass es diskutiert wird von Menschen, die eigentlich gar keine Legitimität haben, das zu tun. Genau, also es ist gut, dass auch in dem Fall, der Hockeybund ist mir neu, ich kenne diese Sportart auch nicht so gut, muss ich sagen. Ich weiß, dass der Berliner Fußballverband als einziger Landesverband in Deutschland eine solche Regelung erstmal getroffen hat und das ist ein wichtiger erster Schritt. Es darf nicht dabei bleiben. Es ist in dem aktuellen Zustand ein guter erster Schritt und keine zufriedenstellende Regelung. Also das finde ich zum Beispiel bei der Frage von Transinklusion ist das, was total wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, dass es Transmenschen gibt, die sich binär verorten, also die sagen, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau und deshalb für die ist völlig klar, ich will in einer Männer- oder einer Frauenmannschaft spielen. Oder es gibt auch Menschen, die sich vielleicht gar nicht so binär verorten, aber sagen, ich will trotzdem in der einen oder anderen Mannschaft spielen, weil das ist halt dann die Frage, die sich anstellt, muss man ein Mann sein, um in der Männermannschaft zu spielen. Ne? Aber das ist tatsächlich eine Frage, auf die man eine inklusive und eine ausschließende Antwort finden kann, wo man sagen kann, ja, nicht binäre Menschen können es sich aussuchen oder
unter bestimmten Kriterien können sie sich's aussuchen und sonst nicht. So, ne? Da sind wir halt wieder bei diesem Thema Regeln und die können halt einschließend oder ausschließend sein. Also im Mannschaftssportverein, im Mannschaftssportbereich werden wir geschlechtergetrennte Teams weiterhin haben. Vielleicht haben wir an ein paar Stellen auch mal gemischte Teams, aber ich glaube, auch da ist die Frage, wie kriegen wir inklusive Regelungen, um nicht-binäre Menschen in Männer- und Frauenligen mitspielen zu lassen, wenn sie das wollen? Es gibt übrigens die Scandic-ID-Liga, die wir als Behindertensportverband zusammen mit dem Berliner Fußballverband organisieren. Das ist die Liga der Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Und da spielen tatsächlich Männer und Frauen zusammen in einem Team, wenn sie das wollen. Von daher, ja, also ich sag mal, in Bereichen gibt es das. Special Olympics bietet übrigens auch noch eine ganz interessante Variante ein, die nennen sich Unified Sport, wo sie Menschen mit und ohne Behinderung nach einem ganz strikten Regelwerk eben zusammen in einer Mannschaft eben spielen lassen, um dann eben tatsächlich auch einen Wettbewerb miteinander auszutragen. Dazu noch Ideen? Und das zweite Thema, was ich auf jeden Fall gerne ansprechen möchte, auch eine Zusendung. Du hattest vorhin so ein bisschen Richtung Allies gegangen und unterstützen und was du dir wünschst. Da gab es einen Text von Laura, die ganz euphorisch war über unser Podiumsgespräch. Und dann habe ich gefragt, warum freust du dich so? Gibt es Themen, die du ansprechen möchtest? Warum reagierst du so? Dann hat sie geschrieben, sie findet es allgemein gut, dass wir das Thema aufnehmen. Also Vielfalt und Inklusion im Sport. Und es sollte noch viel mehr angesprochen werden. Das geht in Richtung deines Wunsches. Selbst wenn Mensch sich nicht zur Community zählt, also zur Umbrella-Term Community, beziehungsweise sich dessen nicht annimmt, fehlt es noch an Support und an dem Füreinander einstehen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass das einfach von ihr kam und dass sie sich freut, dass wir das hier heute machen. Ich finde es super interessant, was ihr alles für Anregungen hier heute mir gegeben habt und hoffentlich auch dem Rest, der uns zuguckt. Wenn ihr jetzt noch letzte Worte habt, dann würde ich euch jetzt bitten, die noch rauszulassen. Vielleicht ist euch noch die eine oder andere Idee gekommen oder... Ja, also letzte Worte, hoffentlich nicht die allerletzten. Nein, nicht die Worte, allerletzten, die ich spreche, nur für heute Abend. Ich nochmal bei diesem Punkt anknüpfen, eben wie man Barrieren im Kopf, ich glaube, überwinden kann oder überwinden sollte. Ich glaube, da müssen wir früh anfangen. Ich glaube, je älter der Mensch ist, mit dem wir das versuchen, umso schwieriger wird es. Und von daher ist, glaube ich, der Ansatz, in die Schulen zu gehen und sozusagen so früh wie möglich in die Schulen zu gehen und das Thema dort zu platzieren, ein richtiger Ansatz. Und wenn da eben jetzt ganz viele Menschen zugucken, darf ich dann sozusagen eine kleine Werbenummer hier einblenden lassen, denn es gibt auch noch ein Projekt, was ich habe, das nennt sich wirfürvielfalt.de. Das ist eine Plattform im Internet, die außerschulische Vielfaltsprojekte sammelt, um Schulen zu ermöglichen, dieses Thema mit ExpertInnen in die Schulen zu holen. Entweder mit den Materialien, die eben zum Beispiel von ExpertInnen in eigener Sache erstellt wurden, die eben um ein Vielfaches qualitativer sind, gerade in diesem Vielfaltsbereich, als jeder Schulbuchverlag das in der Lage ist herzustellen. Oder eben zum Beispiel die Peer for Queer, die sich dort präsentieren als Projekt, die eben dann in die Schulen gehen und sagen, hey, ich kann euch sozusagen als selbst Betroffenen, dieses Wort, ich habe immer noch kein anderes gefunden, aber kann euch einfach Dinge eben erzählen. Und ich glaube, das ist etwas, was es lohnt zu verbreiten. Und diese Plattform ist kostenlos. Und das heißt, wenn ihr mit euren Vereinen Projekte für Schulen macht,
Kommt, guckt euch die Seite an und schaut einfach mal, ob ihr euch nicht dort verorten wollt. Denn im Prinzip, je besser sozusagen diese Plattform ausgestattet ist, umso eher kann also LehrerInnen eben tatsächlich passende Angebote für den jeweiligen Bedarf finden und eben vielfältigeren Unterricht ermöglichen und damit eben schon bei den Kleinen die Barrieren im Kopf lösen. Also ich glaube, wo ich nochmal gerne so hingucken würde, wäre dieses, dass tatsächlich Breitensport, ob jetzt Mannschaftssport oder Einzelsport, ein total wichtiges Feld für den Kampf gegen Diskriminierung ist. Weil das ist einfach auch ein Bereich, wo total viele gute Sachen passieren können. Was mit Gemeinschaft, mit Körper, mit positiven Bezug zu sich selbst und zu anderen Menschen möglich ist und dass es sich deshalb total lohnt, auch in diesem Bereich Projekte zu starten und zu kämpfen und es einfach auch ein Riesenpotenzial hat. Also wir können da echt was bewegen und irgendwie gerade Fußball sollten wir irgendwie echt nicht den homophoben Vollpfosten überlassen. So. Und irgendwie so, was ich da auch schon irgendwie erlebt habe, was sich bewegen kann, was an Ermutigung passieren kann, so, das ist einfach, das ist es echt wert. Ich glaube, als letzte Worte würde ich gerne einmal einen kleinen solidarischen Gruß an Frau Lenzer schicken, die eine Transaktivistin ist, die von bescheuerten sogenannten Fußballfans angegriffen, angefeindet wurde und also wir stehen zu dir Kopf vor und genau, wir sind zusammen. Die werden nicht gewinnen, nur wir. Und dann möchte ich gerne ein bisschen zurück zu deinem Gedanken, was, wenn ein junger Mensch da draußen, queerer Mensch vielleicht zuhört, du bist genau richtig, so wie du bist und wir sind viele, wir sind zusammen und du findest ganz sicher deinen Platz. Mach dir eine schöne Welt, wenn doofe Menschen das dir davon abhalten, du schaffst es trotzdem. Schütze dich, lest niemals die Kommentarspalte nirgendwo und genau, blende einfach aus, solange es notwendig ist, irgendwann schaffen wir das alle, stolz dazu stehen, wo wir sind. Vielen Dank, das war eigentlich das schönste Schlusswort. Ich werde, ja, danke, ich bin ganz emotional. Ich kenne mich mit Pathos sehr gut aus. Ich hoffe, ihr reitet das alles durch. Dafür stehe ich auch hier. Ja, ich möchte euch ganz doll für dieses Gespräch hier danken. Ohne euch wäre es auf jeden Fall weniger bunt. Und ohne euch würde viel weniger passieren. Ich halte fest, es geht mit kleinen Schritten los. Es gibt große Projekte. Es gibt den Wunsch danach, Allies zu finden, die Sichtbarkeit weiterhin zu erhöhen, weiter drüber zu reden, bis es irgendwann nicht mehr drüber redenswürdig ist, weil es einfach komplett normal ist und was es ja ist. Außerdem möchte ich natürlich dem LSVD und dem BFV und dem Landessportbund danken, die für diesen tollen Fachtag hier im Zuge der Bundesnetzwerktagung der queeren Sportvereine verantwortlich sind und den organisiert haben. Und wenn alle damit einverstanden sind, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Sage danke und tschüss.